Hallo Internet und herzlich willkommen zu diesem neuen Sonntag. Und es ist schön draußen, was uns nicht interessiert. Denn wir sind immer noch bei 1992. Und wir kommen in der Zeitliste echt nicht schnell voran. Ich gucke mal, ich glaube, ja. Heute kommen wir zum letzten DOS-Spiel in meiner Reihe. Und zwar ist es Tim. Wie ich es immer gedacht habe, heißt es Tim. Weil die Exe-Datei tim.exe heißt. Aber es ist The Incredible Machine, weil ich damals offensichtlich zu blöd war, den Titelbildschirm zu lesen. Und ja, The Incredible Machine, das ist der Vorgänger, oder eher gesagt, in den letzten paar Jahren gab es mal Crazy Machines. Das ist der, ich bin mir nicht sicher, ob es der echte Nachfolger ist oder ob es der Nachfolger im Geiste ist. Ist, glaube ich, trotzdem von Sierra entwickelt, also rausgegeben worden, Crazy Machines meine ich. Aber ich könnte mich irren. Deswegen, also The Incredible Machine von Sierra, laut Wikipedia von Dynamics entwickelt. Da mir im letzten Video auf die Füße getreten wurde, sage ich mal von vornherein, momentan steht auf Wikipedia Dynamics. Ich gucke gleich beim Spielen im Titelbildschirm, wer es tatsächlich entwickelt hat, weil es scheint sich einiges zu ändern über die Jahre. Deswegen, in diesem Spiel geht es darum, wie bei Crazy Machines auch, Crazy Machines zu bauen. In diesem Falle Incredible Machines. Und das sind einfach nur Maschinen, die dummes Zeugs tun. Aber man muss halt viel denken, damit man mit den vorgegebenen Materialien das alles bewerkstelligen kann. Ich habe nur mal kurz geguckt, ob es funktioniert. Ich habe auch nicht auf den Titelbildschirm angeguckt. Deswegen werden wir dann wohl gleich drauf zurückkommen, das Spiel starten und mal schauen, was passiert. Denn es hat Spaß gemacht. Wirklich. Damals so. Damals war das Ultraphysik, was da in dem Gefühl vorkommt. Heute, da kann man einfach nichts mehr tun in diesem Ding. Aber das sehen wir uns gleich an. Denn heute ist ein schöner Sonntag. Denn lasst uns mal zusammen an eine gute letzte Zeit erinnern. Denn das ist Reminiscence Sunday. Und die DOS-Box, da sind wir ja schon wieder. Tim.exe und dann schauen wir, was passiert. Es muss etwas laden, denn es ist ein altes, langsames Spiel. In dem wir viel, viel denken müssen. Aber ich denke, diese Folge heute wird nicht so lange werden wie die anderen. Denn es gibt echt nicht so viel zu sehen. Ja, nun hier hätte ich schon bemerken können als Kind, dass das Spiel der Incredible Machine heißt, T-I-M. Aber irgendwie Sierra Online Inc. Hier steht nichts von Dynamics. Wunderbar. Und genau so funktioniert dieses Spiel, wie dieses Titelbild. Ich drücke mal und probiere irgendwie was weiterzukommen. Das Spiel leckt echt wie Sau, das ist furchterregend. Seltsamerweise, früher hatte ich gar nicht so coole Musik im Hintergrund. Unsere Soundkarte war wohl zu schlecht. Richtige 80s-Mucke. Yay. Okay. Also, man kann hier ein Puzzle aussuchen. Und das dauert wirklich so lang. Es gäbe, ich weiß nicht, 100 Puzzle? Nein, mehr. Oder? Lass uns mal runterscrollen. Nein, 87 nur. Die roten darf ich noch nicht benutzen. Also ich könnte bis 44, über 47 könnte ich machen. Aber fangen wir mal vorne an und dann machen wir etwas schwerere. Na, es ist sehr langsam. Put the ball in the hoop. Ich meine, das war auch damals für mich nicht so leicht. Play. Denn die Anweisungen waren alle auf Englisch. Was nicht sehr viel geholfen hat. Schwupp. Schwupp. Und schwupp. Alle richtig rum? Jawohl. Und man hat nicht jedes Mal alle Teile gebraucht. Wobei, eventuell braucht man das hier. Mein Schaden kann es nicht. Und hier oben kann man auf Play drücken. Nein, es war nicht gebraucht. Und es gab Passwörter.
mit Bonuspunkten, weiß der Geier was. Nein, das nächste Level. Aber ohne Scheiß, die Musik nervt. Oh, neue Musik. Gut. Was muss ich jetzt tun? Beide Bowlingbälle da rein. Das ist auch nicht so schwer, weil da kann man einfach spiegeln. Ich glaube, das Level heißt sogar Spiegelbummens-Dingens. Ich meine, hier muss man nicht viel denken. Das ist alles ziemlich eindeutig, was man tun muss. Aber wie ihr seht, falls ihr Crazy Machines kennt, es ist so ziemlich dasselbe, nur mit schlechter Grafik und mit fast keiner Physik. Aber damals war das Ultra-Physik. Alle Balloons poppen. Okay. Hier muss man schon mehr denken. Ohne Scheiß, hier muss man mehr denken. Hoppala. So. Eventuell muss man das dann so machen. Und so. So. Und so. Naja, vielleicht die. Kann man etwas hier rüber. Dann wird das wohl funktionieren. Yay. Alles nicht so schwer. Und das ist das ganze Spielprinzip. Es gibt keine Story, es gibt kein Dingens und es gibt auch kein Bummens. Oh yeah. Und die Musik wird immer geiler. Hier kann man auch noch den Luftdruck und die Anziehungskraft einstellen. Wenn man das hier auf Weltall macht, wird es sehr seltsam. Dann funktionieren die Level auch gar nicht mehr. Hier braucht man auch gar nicht überlegen, was man tun muss. Einfach tun, was man tut. Na. Ich meine, am Anfang muss man nicht mal über nachdenken, was man tun muss. Und ja, das Spiel so laggt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Frames habe ich denn gerade. Es nimmt wieder alles auf einmal auf. 9, 10 vielleicht, 12, ich bin mir nicht sicher. Aber damals hatte ich schon nur so viele Frames. Das ist die Physikberechnung, in Anführungszeichen, dieser ganzen Kugeln. Da laggt das ganze Spiel. Und die Passwörter, die es da zum Schluss gibt, die sagen vermutlich einfach nur aus, falls hier wieder ein Passwortmensch ist. Ich nehme an, dass man das in den Passwörtern drin steht, welche Level man bereits geschafft hat. Ich muss diese Kugel hier da reinkriegen. Was passiert ist, passiert das, mehr nicht. Also werde ich mal hier machen. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ah ja, ist ja alles recht offensichtlich wieder. Das sollte so funktionieren. Ohne Scheiß, die ganzen Sounds hatte ich gar nicht damals. In DOSBox kann man besser die Sounds emulieren. Wir hatten wohl keine Soundkarte. Oh, jetzt ist schwer. Ich muss die Maus zum Rennen bringen. Das heißt, ich muss eigentlich jedes Mal gucken. Ungefähr hier. Ungefähr hier. Ich muss es mehrmals starten, sonst sehe ich nicht, wo es hinfliegt. Das reicht doch gar nicht. Ohne Scheiß, das ist... Wow. Wie muss ich die denn hinstellen, damit das funktioniert? Oh. Bong. Bong. Das reicht nicht. Was mache ich jetzt? Ich könnte runter und rüber gehen. Runter und rüber. Runter und rüber. Vielleicht. Ich glaube, der hier, der zweite funktioniert so nicht richtig. Oh, doch. Oh, 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 oh. No. Da muss meine Maus da. Rüber und runter. Oh, jetzt wird's aber arg eng. Nein, das funktioniert schon nicht mehr. Das muss hier bleiben. Manchmal gibt es auch Trial and Error in diesem Spiel. Oh. Nein.
Oh, so knapp. Was mache ich denn nun? Wir können den auch höher setzen, oder? Einfach nur. Geht das? Ja. Wow. Wenn ich den etwas tiefer und rüber tue, vielleicht. Vielleicht gibt es ja ein paar Physikspezialisten hier auf diesem Channel. Oh, die mir sagen können, wie diese Physik hier funktioniert. Oh, verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Kann ich den hier rübersetzen noch ein bisschen? Ich glaube nicht. Dann reicht es nicht mehr. Ja, offensichtlich. Wenn ich ihn aber runtersetze, vielleicht. Nein, 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 nein. Ich wollte ihn da rechts haben. Zumindest ist die Musik hier nicht mehr ganz so nervig. Ah, es reicht nicht. Das muss hier sein. Gut ist auch nur, dass jedes zweite den Geräusch macht. Oh, oh! Das hätte doch treffen müssen. Das hätte unfassbar treffen müssen. Da gibt's auch nichts. Das ist nicht schön. Ich muss irgendwann mir irgendwas einfallen lassen. Vielleicht muss er tatsächlich zentral treffen. Oh, ist das böse! Das ist doch nicht fair. Geht das? Ja, endlich. Hoi, hoi, hoi. Meine Güte. Das war doch flacher, als ich gedacht habe. Der Kistenclown muss diesen armen Fisch hier töten, sozusagen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Bälle hinfliegen. Der hier könnte da hochfliegen. Aber das ist nicht. Ja, okay. Dann könnte man den hier machen. Und die Kugel müsste dann hier irgendwo hinfliegen. Irgendwo, ich bin mir nicht sicher. Müssen wir schnell schauen, wo sie hinfliegt. Jawohl, das reicht. Ja, dann kommen wieder solche Level, die einfach nur leicht sind. Bin ich eigentlich immer noch im Tutorial? 6, 8, vielleicht. Jo, ich muss den Ballon poppen. Das passiert nämlich erstmal gar nichts. Jo. Okay. So, die Windmühle kann ich drehen, damit sie in die richtige Richtung. Ja. Stand ja da drin. Ich muss es so rum machen. Dann fliegt es hier rüber. Okay. Also kommt hier dasselbe Spiel nochmal. Diesmal ist es die richtige Richtung. Also müssen wir. Oha, wie weit geht denn der Luftstoß? Scheinbar eine ganze Weile. Schwupp. Oh, ich hätte den viel weiter rüber setzen können. Aber egal. Acht. Nein, ich will die Solution nicht replayen. Okay, ich muss die drei Eimer runterlassen. Aber ich guck mal kurz bei der Puzzle Select, wie weit ich bin. Ich bin immer. Wow, wie viele Tutorials gibt's denn? Scheinbar 21. Gut. Ja, den hatte ich. Aber oh, wenn das Spiel nicht so langsam wäre. Alles klar, was passiert? Es passiert erstmal gar nichts. Schön. Wir brauchen vielleicht das hier und das hier. Und was machen wir damit? Wir machen das nämlich so. Warte. Brauchen wir gar nicht. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Bescheuert. Wir machen das so rum. Schwupp. Exakt.
Oh, und der Ball ist noch in den Eimer hinein. Wir haben ja nur zwei, wir brauchen ja nur zwei Seile durchschneiden bei sowas. Ich muss alle drei Waffen abschießen. Schwupp. Okay, mehr passiert erstmal nicht. Was kann man denn noch tun? Man könnte das so machen. Und ich muss noch irgendeine Pistole ab, einen Revolver abschießen. Wie kriege ich da? Ach so. Ich könnte es einfach so machen. Ich denke, das sollte reichen. Nicht so schwer. So, ich muss noch ein paar mehr Minuten aufnehmen, sonst ist die Folge doch tatsächlich viel zu kurz. Ich meine, das ganze Spiel ist genau so. Damals war es natürlich Top of the Pops. Wo war es denn hier? Ich gehe mal auf etwas schwierigere Levels, die mich auch wahrscheinlich jetzt abfreaken werden. Okay, so viel haben wir nicht. Gehen wir mal. Put away the basketballs. Das klingt doch mal ganz gut. Und das nächste, Five Guns Salute. Das ist doch schön. Put all the basketballs into the wooden container on the right side of the screen. Und man hat auch mehrere Seiten. Nein, hier hat man nur eins. Okay. Na? Hä? Na? Auch so, es ist schon auf ganz lang. Nicht so schön. Reicht das? Oh, nicht wirklich. Wobei, man kann es so machen. Ich kann das, glaube ich, noch ein bisschen. Nein, das ist auch auf maximal. Oh. Dann sollten wir das so machen. Und. Ha. Wie kriege ich die Maus dazu anzufangen? Vielleicht so. Nein, ich muss noch eins tiefer. Oh, ob das funktioniert, ist natürlich fraglich, wie Sau. Ich weiß nicht, ob das Ding funktioniert mit dem Dranschlagen und sowas. Kannst mal versuchen. Ja, es funktioniert. Aber. Oh nein, sie bleiben hängen aneinander. Die Idee war nicht die verkehrteste. Man das hier so machen. Das hier weglassen. Oh, die Bälle behindern sich selbst. Gegenseitig. Oh! Wenn sie etwas schneller werden! Was, wenn ich das so mache? Ja. Warte mal. Kann ich das so theoretisch machen? Oh, reicht es? Reicht es? No, der letzte Ball. Machen wir das mal so. Busch. Können wir nochmal weiter rüber? Der erste fliegt da einfach so weg. Die anderen fliegen auch einfach so weg. Kommt er noch rein? Er bleibt rumliegen. Dann gehen wir rüber und runter. Machen wir das einfach mal ganz, ganz so. Jawohl, das war's. Manchmal braucht man eben nicht alle. Und fünf ganze Loot. Fünf ganze Loot, ja. Five ganze Loot. Klingt auch mal schön. Einfach alle abschießen. Okay, habe ich noch mehr? No. Oh, das ist interessant. Wie mache ich das dann?
Okay, theoretisch könnte ich noch. Wie viele Bälle habe ich denn noch? Zwei. Ich muss eins, zwei, drei. Vier Dinge aber durchschneiden, theoretisch. Aber ich brauche nicht jeden Luftballon. Den könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Warte mal, ich kann doch jeden durchschneiden, nicht im Kopf. Wie ich immer nie dran denke. Hier, passt doch. Nein, jetzt habe ich den hier nicht. Die zwei hier nicht. Das ist ja doof. Na egal. So, ich könnte jetzt. Ich meine, wenn ich das so mache, könnte ich theoretisch das hier und das hier, aber ich weiß nicht, ob das abfeuert dann. Feuert das dann? Ja, das feuert. Oh, cool. Okay, das feuert ab. Das wird wohl nicht klappen, aber ich kann ja dann. Hier den Rolldingensbums dann nehmen. Das sollte funktionieren. So, noch zwei Dinger habe ich. Ich könnte es so wie da versuchen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Das macht es eher lockerer. Ich könnte das hier versuchen. Und durch dieses Ding. Ich habe nur noch einen, verdammt. Eventuell den hier. Gottes Willen. Das sieht kompliziert aus. Jawohl. Ist gut, das ist gut. Aber den hier kriege ich jetzt nicht mehr. So rein friemeln. Hier, aber das wird nicht helfen, oder? Drückt der den runter mit? Nee. Nee. Warte mal, braucht man den tatsächlich? Der ist doch vollkommen unnötig in dem Fall. Nicht? Ja. Sehe ich doch richtig. Jetzt habe ich eine Rolle. Aber mir fehlt jetzt. Oh nein, den habe ich noch nicht benutzt. Das Königchen einfach hier ganz gediegen hinmachen. Voilà. Ich glaube, die Seile sind unendlich lang. Die Gummis, die Laufgummis da, die Riemen, die sind, glaube ich, nicht. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ja, wunderbar. Wunderbar. So. Damit konnte man sich echt gut die Zeit vertreiben. Oh, crap. Aber ich gehe mal auf das Schwerste, was ich gerade zur Verfügung habe. Fetch a pail. Was ist denn ein Pail? Da lernt man auch noch Englisch dabei. Fetch a pail. Deliver the two. Pails down into the metal pipes. Pop off the screen. You must deliver the pail to each side of the screen. Einfach nur den Eimer. Oh Gottes Willen. Was habe ich denn alles aus? Wow. Bitte? Soll ich das machen?
Ich habe nicht... Oh, warte. Es war so. Ich glaube, ich erinnere mich dran. Das versuche ich jetzt noch. Na? Kann ich es nicht drehen? Mach es mal hier. So. Das war eigentlich nicht gerade geplant, aber gut. Brauche ich auch noch. Das? Jupp. Muss ich nur irgendwie dazu kriegen, wie das dieses Band hier auch angeht. Dem dieser Ball nicht runterfällt. Wie mache ich das dann? Wahrscheinlich ist es absolut falsch, was ich hier tue, aber das ist mir Wurst. Wurst egal. Wer weiß schon, was jetzt abgeht. Oh! So vielleicht. Das will ich jetzt auch ausprobieren, Leute. Entschuldigt. Oh, 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 knapp nicht. Stellen wir das mal hier weiter vor, vielleicht funktioniert es ja dann. Ja, wow. Haha, das eine Ding ist drin, das andere, für das andere reicht's nicht ganz. Wie kann man das denn lösen dann? Das ist ja unglaublich, dass das funktioniert hat. Die Rakete, ich weiß nicht. Der kriegt nicht genug Schwung. Warum denn eigentlich? Der andere kriegt doch auch so extrem viel. Ah, der kriegt mehr Seitliches. Da müsste ich also... Dynamit etwas weiter in die Richtung legen. Wo es alles drauf ankommt, wo das Dynamit liegt? Oh, lass uns das probieren. Bam. Oh, shit. Kommt echt auf den Winkel drauf an. Das kriege ich noch hin. Manchmal muss man nämlich die Rätsel nicht so lösen, wie man glaubt. Oh, ja. Bam. Meine Güte. Das ist extrem gut. Die Rakete, die hat verwirrt. Die hat echt verwirrt. Advance, jetzt kommt das nächste. Extrem schwere, weil es vorher nicht verfügbar war. Kelly the Monkey is not getting enough exercise. Your goal is to make her ride the bicycle. Ja, ich muss. Was zum? Ich muss irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich weiß, dass ich das hier da hinstellen muss. Ich habe nicht leise Ahnung. Diese Lupe ist verkehrt herum. Ich habe mir früher mal so automatische Raketen
Anzünd- und Abschussmechanismen gebaut. Ja, ich habe nicht gleich getan, was ich tun muss. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Habe ich noch Bälle hier? Nicht mal. Wow. Aber wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Ich glaube, das reicht, um in das Spiel hineinzusehen und dass ihr merkt, dass das Spiel ziemlich anspruchsvoll wird. Ich weiß nicht, ob ich jemals alle Puzzle geschafft habe. Nein, ich glaube nicht, dass ich jemals jedes geschafft habe. Ich glaube, für jedes, das man von den normalen schafft, wird eins freigeschalten. Aber geschafft habe ich die da unten, glaube ich, nicht. Up and away. Ich habe es schon mal gespielt. Aber ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Popping Balloons on the Moon. Ja, die Gravitation ändert sich dann auch irgendwann. Und dann muss man echt seltsames Zeugs machen. Deswegen. Ja, es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche. Bei diesem letzten DOS-Spiel und ein etwas kniffliges Rätsel noch dazu. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter. Schreibt mir, was toll war, was schlecht war. Ihr könnt mich auch zu den Spielen was fragen. Falls ich es noch weiß, kann ich es ja beantworten. Fragt mich auf Ask.fm oder in den Kommentaren. Ihr könnt mir auch sowas schreiben. Ihr dürft alles tun, was ihr wollt. Denn so ist es nun mal. Also dann, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis nächste Woche. Tschüss. Yes.